Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich die Neuzugänge aus dem Monat November für euch. Ja, der November hat noch ein paar Tage, aber ich erwarte keine Buchpost mehr. Ich habe nichts mehr bestellt, ich warte auf kein Rezensionsexemplar mehr. Und deshalb kann ich den Monat für mich eigentlich abschließen, Buchkauf und Erhalt technisch. Er war auch wieder, ja, recht buchig. Es sind nämlich insgesamt 15 Bücher bei mir eingezogen. 3 davon waren E-Books und der Rest war in Printform hier eingezogen. Oder durfte in Printform hier einziehen. Ich würde auch sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch. Wie immer mit den E-Books. Ich habe sie alle auf dem Handy. Das erste Buch, das einziehen durfte, ist die Drachenhexe Gift und Lüge von meiner lieben J.K. Blum. Das ist der 3. Band der Reihe. Und ich habe es euch jetzt gerade mal aus der Thalia-App gescreenshottet. Ich bin ja ein großer Verfechter der App, weil ich da auch mit Payback-Punkten bezahlen kann. Und ich packe euch auch immer die Thalia-Links und die Amazon-Links unten in die Infobox. Nochmal kurz zur Info, das sind Affiliate-Links, das heißt, ihr klickt da drauf und das Buch kostet euch nicht mehr, aber ich erhalte durch die Vermittlung über meinen Link quasi eine kleine Verkaufsprovision. Also wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, dann ja, klickt gerne auf einen der unteren Links und kauft eure Bücher über diesen Link. Ja. Werbung Ende und jetzt machen wir weiter mit dem Buch. Ich habe Band 1 und 2 ebenfalls schon gelesen und das ist wie gesagt jetzt der 3. Teil, ist das Finale. Aber ich werde euch jetzt natürlich nicht den Klappentext zu Band 3 vorlesen, weil der halt einfach Spoiler enthält. Das ist nämlich eine fortlaufende Reihe. Ich werde euch den Klappentext zu Band 1 vorlesen. Einst belegte eine mächtige Hexe Prinzessin Freya mit einem Fluch. Dieser war so abscheulich, dass sie zu einem wahren Monster ohne Gewissen heranwuchs, während ihre dämonische Kräfte in ihr erwachten. Sie stürzte ihre Eltern vom Thron und ummantelte ihr Königreich mit ewiger Dunkelheit, in die kein Außenstehender mehr einen Fuß zu setzen wagte. Erst als mit Lucien ein Engel geboren wird, schöpfen die 5 Lande wieder Hoffnung, denn seine Aufgabe soll es sein, die dunkle Königin nach einem Jahrhundert ihrer Herrschaft zu vernichten und dem Verderben ein Ende zu setzen. Doch als Licht und Schatten aufeinandertreffen, merkt Lucien, dass da noch ein Funken der guten Prinzessin in Freya verborgen zu sein scheint und begeht einen verhängnisvollen Fehler. Er zögert. Das zweite E-Book, das diesen Monat hier einziehen durfte, ist Remember When Love Was New von Anne Goldberg, das lustigerweise auch heute Release Day hat. Also Happy, Happy Release Day, liebe Anne. Ich lese es gerade. Ich möchte es heute auch noch beenden und meine Rezension passend zum Release Day hochladen. Es ist der 2. Band der Reihe. Das heißt, es wäre zwar schön, den ersten Band schon gelesen zu haben, einfach fürs Verständnis, aber jetzt, wo ich fast 80% davon durchgelesen habe, finde ich, dass man jetzt nicht unbedingt den ersten Band gelesen haben muss. Aber ich für meine Zwänge habe es natürlich getan. Und ja, an und für sich kann man sie getrennt voneinander lesen. Und jetzt erzähle ich euch auch noch, um was es geht. Wer sich also jetzt nicht vom Klappentext spoilern lassen möchte, der kann jetzt einfach ein Stück weiter skippen, bis ich das nächste Buch in die Kamera halte. 13 Jahre ist es her, dass Hamish Finlay Eileens Herz gebrochen hat. Mit einer SMS. 13 Jahre, in denen Eileen es geschafft hat, ihre Jugendliebe hinter sich zu lassen. Eine Kleinstadt aber vergisst nicht. Und so findet die große Neuigkeit im schottischen Stonehaven schnell den Weg zu ihr. Hamish ist in die Heimat zurückgekehrt, gemeinsam mit seinem Sohn. Und das dritte E-Book, das diesen Monat bei mir einziehen durfte, ist von meiner Freundin Lara, Witch of Libera. Du musst ihm gehorchen, ist der Untertitel. Und das ist auch der 2. Band ihrer Reihe. Und hier würde ich tatsächlich sagen, lest auf jeden Fall zuerst Band 1. Es ist nämlich eine fortlaufende Geschichte. Es geht um Hexen, es geht um sehr viel Magie und es wird auch sehr, sehr spicy. Mehr möchte ich aber nicht verraten, weil ich
euch im Lesemonat dazu mehr berichten werde. Aber ich verrate euch den Klappentext wie immer. Allerdings nicht von Band 2, sondern von Band 1, damit ihr auch überhaupt mal wisst, um was es in dieser Reihe überhaupt geht. Die Wurzelhexe Ari wird von einem berühmten Hexenkoven als Arenakämpferin in die Hauptstadt berufen. Doch anstatt endlich Anschluss zu finden, gerät sie in den Bann des düsteren Zauberkriegers Nero, der ihr ganz neue Dimensionen ihrer Hexenlust offenbart. Nach einem Zerwürfnis glaubt Ari, diesen Mann niemals wiederzusehen. Doch dann wird er ihr als erster Offizier des Kovens vorgestellt, dem sie um jeden Preis angehören möchte. Das nächste Buch, das sie einziehen durfte, ist auch wieder ein zweiter Band einer Reihe. Und für mich war es auch ein Reread. Ich habe, als Band 1 erschienen ist, ich glaube Anfang des Jahres, auch Band 1 gereadet. Und jetzt habe ich Band 2 auch noch einmal gelesen. Clockwork Prince von Cassandra Clare. Eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Ich liebe, liebe, liebe Cem. Cem ist my man. Und die Chroniken der Schattenjäger ist ja eine meiner liebsten Reihen. Es ist quasi die Vorgeschichte zur Chroniken der Unterweltreihe, die man doch eher von der Serie Shadowhunters kennt. Aber es steckt einfach noch so viel mehr hinter dieser Reihe und ich werde euch auch im Lesemonat mehr dazu sagen und ein bisschen schwärmen und euch die Reihe ans Herz legen. Ich lese euch jetzt den Klappentext zu Band 2 ausnahmsweise vor, weil ich persönlich finde, dass er nicht so arg spoilert zu Geschehnissen aus Band 1 und ihr deshalb bedenkenlos eigentlich auch diesen hier hören könnt. Tessa Gray glaubte, bei den Schattenjägern im viktorianischen London endlich ein sicheres Zuhause gefunden zu haben. Doch da stellen mysteriöse Hinweise auf ihre Herkunft plötzlich alles in Frage. Zumal sich andeutet, dass der ebenso düstere wie geheimnisvolle Magister einen Rachefeldzug gegen sie führt, der die gesamte Unterwelt zerstören könnte. Zerrissen zwischen ihren Gefühlen für den smarten Cem und den gut aussehenden Will begibt sich Tessa auf die gefährliche Suche nach der Wahrheit über sich selbst und muss schmerzlich lernen, dass Liebe und Lügen ein hochexplosives Gemisch sind. Das nächste Buch hat mich tatsächlich ein bisschen zum Weinen gebracht, als es hier angekommen ist. Nicht, weil es irgendwie kaputt war oder so, sondern weil ich es einfach nicht selbst bestellt hatte. Ich habe die Packung aufgemacht und dachte so, hä, hast du es jetzt doch bestellt? Eigentlich hatte ich Anfang des Monats so ein bisschen Buchkaufstopp, weil ich neue Winterreifen gebraucht habe und nicht genau wusste, was das finanziell ausmachen wird. Und deshalb habe ich mir erstmal keine Bücher gekauft. Und dann lag es plötzlich in der Post und ich war mir echt unschlüssig, ob ich es jetzt nicht doch vorbestellt hatte und es einfach nicht mehr wusste. Und dann lag da ein Zettel dabei von meiner lieben Ivy und die mir gesagt hat, bei dir läuft momentan alles kacke. Da hast du ein Buch, bei dem ich weiß, dass du es liebst und dass du es unbedingt haben möchtest. Fühl dich gedrückt und morgen scheint wieder die Sonne. So nach dem Motto. Und dann habe ich geweint. ein bisschen viel. Und habe sie erstmal kontaktiert. Ich spreche übrigens von Westwell von Lena Kiefer. Und wer mich kennt, der weiß, dass das meine absolute Lieblingsautorin im deutschsprachigen Bereich ist. Und die zu treffen war auf der Messe echt so ein Highlight. Bin ich sogar neben Jake Christoph das Highlight schlechthin. Pride and Dark ist auch wieder der zweite Band einer Reihe. Ich habe heute echt viele zweite Bände. Und geht quasi nahtlos nach den Geschehnissen von Band 1 weiter. Und ich werde euch jetzt auch den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil ja, ist keine unabhängig lesbare Reihe ist. Bei Lena Kiefer ist es meistens so, dass von dem ersten bis zum letzten Band alles sich um die Hauptprotagonisten quasi dreht. Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel, den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen, koste es, was es wolle. 2,5 Jahre ist es her, dass Valerie, ihre große Liebe Adam, nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden. Und seitdem lässt Adams Family keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran, herauszufinden, was in jeder Nacht passiert ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Josiah Caldwell, Adams jüngerer Bruder, in die Quere,
Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser ihres Seins hassen müsste. Und doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. Auf das nächste Buch habe ich mich auch schon arg gefreut, weil ich die Bücher der Autorin super gerne lese. Es ist jetzt das dritte Buch, das ich von ihr im Regal stehen habe. Und ich werde auch jetzt nach und nach noch die anderen zusammentragen. Ich spreche von Melanie Lane, eine super, super, super sympathische Autorin. Ich habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Ihr neues Baby heißt Wild Heart, wo der Himmel den Ozean berührt. Und ich habe es auch schon gelesen. Ich durfte es vorab lesen? Eigentlich hätte ich es vorab lesen dürfen, aber da ging ein bisschen was schief und deshalb habe ich es erst nach Release bekommen. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich bin froh, dass ich es rezensieren durfte. Es war auf jeden Fall eine Bereicherung meines Lesemonats. Und ja, mehr werde ich dazu nicht sagen. Ich erzähle euch jetzt aber noch, um was es im Klappentext geht. Der begehrteste Extremsportler Jacob hält Ellie bei ihrem ersten Treffen fälschlicherweise für eine Journalistin, die ihn interviewen will. Ellie, abgelenkt durch Jacobs unnatürlich blaue Augen, verpasst den Moment, ihm die Wahrheit zu sagen. So flunkert sie weiter und findet sich kurze Zeit später in einem Flugzeug wieder. Um nicht als Lügnerin entlarvt zu werden, begleitet sie Jacob und ihr Filmteam auf seiner Reise durch Vietnam. Dabei kommen sich Ellie und Jacob immer näher. Doch ist sie wirklich bereit für eine neue Liebe? Und was wird geschehen, wenn Jacob erfährt, wer sie wirklich ist? Das nächste Buch habe ich gesehen und dachte mir so, das musst du jetzt auf jeden Fall noch im Herbst kaufen und vor allem auch im Herbst lesen, weil es einfach so ein wunderschönes, ja, herbstliches Cover hat. Traummänner gibt's hier nicht, Verliebt in Vermont. Es klang auch vom Klappentext her super lustig und ich dachte mir, was ist schöner, als im Herbst Herbstbücher zu lesen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich lese zum Beispiel im Sommer keine winterlichen Romane und im Winter keine sommerlichen Romane. Oder so rum vielleicht noch eher, aber ihr wisst, was ich meine. Und da ich sowieso totaler Herbst-Mode-Fan bin, musste dieses Buch auch mit. Und ja, es verspricht nicht zu viel. Sagen wir es einfach mal so. Journalistin Eva ist alles andere als begeistert von ihrem neuesten Auftrag, für den sie ihr Hamburger Großstadtleben gegen den ländlichen Charme Vermonts tauschen muss. Dort angekommen wird sie nicht nur für eine Betrügerin gehalten, sie darf sich auch ständig bissige Bemerkungen von einem ungehobelten Naturburschen anhören, der Großstadtbewohnerinnen nicht ausstehen kann. Doch wenn City Girl auf Country Boy trifft, fliegen außer den Fetzen auch mächtig die Funken. Schon steckt Eva mittendrin in ihrer eigenen Liebeskomödie. Das sollen zumindest ihre Leserinnen glauben. Gefährlich für Evas Herz wird die Schummelei, als sich unter die inszenierte Romantik echte Gefühle mischen. Kann sie verhindern, dass aus ihrer romantischen Komödie ein Liebesdrama wird? Die nächsten beiden Bücher habt ihr in meinem Unboxing schon gesehen. Die durften nämlich im Zuge einer Buchwichtelrunde, einer unserer Herbstwichtelrunde, bei mir einziehen. Das wären zum einen mal Ich bin Circe. Das hatte mir die... Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, es tut mir leid. Hatte mir meine Wichtelfee einfach so eingepackt, das stand nicht auf meiner Wunschliste, aber sie dachte, es wird mir vielleicht gefallen. Und zum anderen durfte The Witch Queen Band 1, Entfesselte Magie, aus dem Carlsen Verlag hier einziehen. Das hatte ich tatsächlich auf meiner Amazon-Wunschliste und da bin ich auch sehr froh drum. Das habe ich tatsächlich auch einmal selbst verschenkt. Und es kam auch, denke ich, ganz gut an, weil, ja, Hexen gehen halt einfach immer bei uns. Ich erzähle euch jetzt auch gerne noch, um was es in den beiden geht. Ich rede da jetzt nicht mehr groß drum rum. Ich verlinke euch gerne hier oben das Unboxing-Video und da spreche ich ein bisschen ausführlicher darüber. Circe ist Tochter des mächtigen Sonnengottes Helios und der Nymphe Perse. Doch sie ist ganz anders als ihre göttlichen Geschwister. Ihre Stimme klingt wie die einer Sterblichen. Sie hat einen schwierigen Charakter und ein unabhängiges Temperament. Sie ist empfänglich für das Leid der Menschen und fühlt sich in deren Gesellschaft wohler als bei den Göttern. Als sie wegen dieser Eigenschaften auf eine einsame Insel verbannt wird, kämpft sie alleine weiter. Sie studiert die Magie der Pflanzen, lernt wilde Tiere zu zähmen und wird zu einer mächtigen Zauberin. Vor allem aber ist Circe eine leidenschaftliche Frau. Liebe, Freundschaft, Rivalität, Angst, Zorn und Sehnsucht begleiten sie. Als sie Daedalus, dem Minotaurus, dem Ungeheuer Scylla, der tragischen Medea,
dem klugen Odysseus und schließlich auch der geheimnisvollen Penelope begegnet. Am Ende muss sie sich als Magierin, liebende Frau und Mutter ein für alle Mal entscheiden, ob sie zu den Göttern gehören will, von denen sie abstammt, oder zu den Menschen, die sie lieben gelernt hat. Ich liebe ja Göttergeschichten. Also hat sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, mir dies zu schenken. Und jetzt lese ich euch auch noch den Klappentext zu The Witch Queen vor. Die Hexe Enyo will nach einem langen Arbeitstag in der Bar ihrer Tante nur eins, endlich in ihr Bett. Doch durch eine Verschiebung der Magie landet sie in einem Viertel der Stadt, das sie normalerweise niemals einen Fuß setzen würde. In Lapis Lazuli spielt die Magie schon seit geraumer Zeit verrückt. Doch vor dem Club der Totenbeschwörer fühlt sie sich besonders seltsam an. Dort muss etwas Grausames geschehen sein, für das Enyo plötzlich verantwortlich gemacht wird. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie mit dem attraktiven Anführer der Beasts zusammenarbeiten, der eine ungeahnte Anziehung auf sie ausübt. Aber je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto näher kommt er dem Geheimnis um die wahre Königin der Hexen. Bleiben wir direkt bei dem Thema Magie oder düstere Magie. Ich habe nämlich Book of Night von Holly Black auch einziehen lassen. Ich habe da ja so eine richtig schöne Buchbox vom Verlag bekommen. Also die ist richtig, richtig toll gewesen mit einer Kerze und so viel Book-Merch. Ich liebe es. Ich habe auch noch überall schwarze Fussel in meiner Wohnung, weil das Packpapier so schwarze Fetzen hatte und die lagen hier einfach überall. Ich habe es tatsächlich auch schon gelesen, werde euch im Lesemonat darüber berichten, aber ich finde allein schon, dieses Cover ist so schön. Das ist wieder so ein Buch, das egal was drin stehen würde, wegen dieses Covers im Regal bleiben würde, weil da ein Mond drauf ist. Es ist mondig, es ist mystisch, es ist magisch, es ist witchy, es ist, ja, voll meins. Und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Charlie Hall hat noch nie ein Schloss gefunden, das sie nicht knacken konnte. Ein Buch, das sie nicht stehlen konnte oder eine schlechte Entscheidung, die sie nicht treffen würde. Sie hat ihr halbes Leben damit verbracht, für Gloamisten zu arbeiten. Magier, die Schatten manipulieren, um in verschlossene Räume zu spähen, Menschen in ihren Betten zu erwürgen oder Schlimmeres. Nun arbeitet Charlie als Barkeeperin und versucht, sich von der Untergrundwelt zu distanzieren. Doch als eine Gestalt aus ihrer Vergangenheit zurückkehrt, wird Charlies Leben ins Chaos gestürzt. Entschlossen zu überleben, gerät sie in einen Strudel aus Geheimnissen und Mord, in dem sie es mit merkwürdigen Milliardären, Schattendieben und ihrer eigenen Schwester zu tun bekommt, die alle verzweifelt versuchen, die Magie der Schatten zu kontrollieren. Gestern durfte dann auch ein Buch einziehen, dessen Release ich schon ganz, ganz, ganz lang entgegengefiebert habe. Und als Teil der KISS-Crew habe ich es natürlich angefragt und irgendwie hatte dann jeder schon so eine Woche vor Release das Buch zu Hause und meins ist nicht verloren gegangen, aber irgendwie kam das nicht an. Dann kam der Release und dann habe ich der Anke mal geschrieben, ob da vielleicht was schief gelaufen ist, ob ich das Formular vielleicht auch nicht richtig ausgefüllt habe, dass die Anfrage gar nicht ankam, aber sie sagte, nö, die Bücher sind raus, du stehst auch auf der Liste. Ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Zwischendurch hat mir die liebe Ivy angeboten, dass ich ihres lesen kann, damit ich meine Rezension eben schreiben kann. Aber ich habe gesagt, nein, ich kriege ein Exemplar, dann warte ich auch einfach so lange. Es ist ja nicht so, dass uns die Bücher zum Lesen ausgehen. Aber ich habe mich tatsächlich sehr auf die Geschichte gefreut. Gestern kam es an und ich denke, ich werde es am Wochenende auch gleich beginnen. Dark Ivy von der lieben Nicola Hotel. Eine Geschichte, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue. Und guck mal, es ist auch wieder so ein wunderschöner Buchschnitt drumherum. Ich liebe es. Auch diese ganzen Inlays, die sind einfach so schön. Und es gibt dazu auch eine Illustration der Protagonisten, die Nicola selbst gezeichnet hat, was ich richtig, ja, faszinierend finde. Ich beneide jeden, der gut zeichnen kann. Ich kann es nicht. Ich kann ein bisschen malen, aber dann verließen sie ihn. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Es soll heute um das Buch gehen und ich erzähle euch jetzt auch gerne, um was es geht. Freunde finden, das ist alles, was Eden Collins sich wünscht, als sie mit einem Stipendium an die traditionsreiche Woodford Academy kommt. Nach einem tragischen Todesfall war das letzte Highschool-Jahr die Hölle. Das Getuschel, die anklagenden Blicke, das Alleinsein.
Jetzt will sie einfach nur dazugehören und neu starten. Allerdings ist das gar nicht so leicht. Schon in ihrem ersten Kurs bricht Eden beinahe zusammen, als sie bei einem sozialen Experiment an ihre Geheimnisse erinnert wird. Das ist ausgerechnet William Grantham III., der das bemerkt. Ausgerechnet der ebenso faszinierende wie abweisende Millionenerbe, mit dem sie bereits aneinander geraten ist. Das nächste Buch hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, dass das noch bei mir ankommen wird. Ich hatte eigentlich geplant, dass ich im Vorfeld noch zwei andere Bücher lese, bis dieses Buch erscheint, und habe das tatsächlich nicht geschafft. Deshalb stehe ich jetzt ein bisschen unter Druck, es zu lesen. Ich spreche von Shadow and Ember. Das ist ja quasi das Prequel, so ein kleines Spin-off zur From Blood and Ash-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Hier geht es um einen Charakter, der im dritten Teil der Hauptreihe erscheint. Das Problem ist, ich habe weder den zweiten noch den dritten Teil von From Blood and Ash gelesen. Also Flesh and Fire habe ich nicht gelesen und Crown and Bones noch nicht. Das werde ich jetzt schleunigst nachholen, denn Band 1 war ein Lesehighlight 2021 von mir. Und ich weiß auch nicht, warum ich Band 2 und 3 nicht weitergelesen habe. Ich glaube, doch, ich wollte es mit einer Freundin lesen und die hat alles nicht hingemacht. Und irgendwann sagt sie mir, ja, ich habe ja jetzt den zweiten und den dritten Band gelesen. Und ich dachte so, wollten wir das nicht zusammentun? Ich warte die ganze Zeit auf dich. Aber ja, nichtsdestotrotz habe ich da auf jeden Fall noch zwei tolle Bücher vor mir, beziehungsweise drei tolle Bücher. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich kenne tatsächlich den Charakter noch nicht. Er ist im ersten Band nicht aufgetaucht, aber ich lasse mich überraschen. Serafina Myrrhel, ich denke, so heißt sie, ist die erstgeborene Tochter des Königs von Lasania. Doch das bedeutet nicht, dass sie auch die Thronerbin ist, denn ihr Schicksal ist ein anderes. Sie ist Nyctos, dem Primat des Todes, versprochen, als Gegenleistung für einen Pakt, den ihre Vorfahren als geschlossen haben. Seras Aufgabe ist eindeutig: heiratet den Primat, tötet den Primat, rette Lasania. Doch als Sera den geheimnisvollen Ash kennenlernt, gerät ihre Entschlossenheit ins Wanken. Wird sie es schaffen, ihre Pflicht zu erfüllen und ihr Königreich über ihre Gefühle zu stellen? Klingt auf jeden Fall sehr, sehr toll. Das nächste Buch, das hier einziehen durfte, ist der dritte Band einer Reihe. Er heißt Like Ice You Break, und wer sich ein bisschen daran erinnert, der weiß, dass ich Band 1 und 2 auch schon gelesen habe und so semi-gut fand. Ich wollte der Reihe aber noch eine Chance geben, weil mich das Setting doch begeistern konnte. Denn hier geht es um Gwen. Und Gwen fand ich als Charakter in Band 1 und 2 schon relativ interessant. Und ich bin auch schon in voller Vorfreude auf dieses Buch. Ich werde da nämlich heute Abend mit anfangen. Evie und ich lesen zusammen und sie hat schon damit angefangen. Von daher hinke ich mal wieder ein bisschen hinterher. Aber es ist halt auch einfach der Nano-Vrimo und meine Abende gehören aktuell einfach dem Schreiben. Als die renommierte Eislaufschule Ice Skate der jungen Einzelläuferin Gwen kündigt, fühlt es sich an, als würde das Eis unter ihr brechen. Alles, wofür sie gelebt und hart trainiert hat, ist plötzlich umsonst. Der einzige Ausweg, sie läuft künftig zusammen mit einem Partner. Als wäre das nicht schlimm genug, handelt es sich ausgerechnet um den neuen Espen, Oscar, dem sie nach einem katastrophalen Abend nie wieder unter die Augen treten wollte. Seine Ablehnung ist überdeutlich und doch löst sein Blick ein unerwünschtes Prickeln in ihren Adern aus. Auch wenn sich alles in ihr sträubt, ergreift Gwen die letzte Chance auf ihren großen Traum. Um gemeinsam über das Eis zu fliegen, braucht es Leidenschaft und grenzenloses Vertrauen. Doch Gwen spürt nicht nur, dass Oscar düstere Geheimnisse vor ihr hat, viel schlimmer ist, dass sie sich selbst nicht mehr trauen kann. Kommen wir zum vorletzten Buch, das auch wieder der zweite Band einer Reihe ist, aber gleichzeitig auch das Finale. Es handelt sich nämlich um eine Dilogie und ich spreche von Eliza Moore, Steinernes Herz von Valentina Fast. Ich habe den ersten Band auch gelesen und habe jetzt auch gerade den zweiten Band gestern beendet. Ich werde dann nachher noch meine Rezension schreiben. Und hier kann ich euch tatsächlich auch nicht den Klappentext zu Band 2 vorlesen, weil es einfach eine fortlaufende Reihe ist. Also es geht hier mit der Story aus Band 1 weiter. Aber ich habe hier mein schlaues Telefon, das mir den Klappentext von Band 1 verraten wird.
Die 18-jährige Eliza Moore lebt in Dublin, wo das letzte intakte Tor zur Seelenwelt steht. Ein Portal, das einst das Böse aus der Welt der Menschen verbannt hat und das nun von der mächtigen Liga bewacht wird. Eine Organisation, die Eliza zutiefst verabscheut. Doch dann wird sie eines Nachts von einer dunklen Gestalt angegriffen und ihr kommt ausgerechnet die Liga zu Hilfe. Als wäre das nicht genug, wird Eliza nun auch noch zur Hüterin berufen. Dabei hat sie sich geschworen, niemals Teil von alledem zu werden. Mit an ihrer Seite ist Connor, Elizas Seelenpartner, der sie in ihrer neuen Aufgabe unterstützen soll. Aber Seelenverwandtschaft gibt es doch gar nicht, oder etwa doch? Es tut mir leid, es ist jetzt 12 Uhr und die Kirchturmglocken bimmeln, also falls ihr das im Hintergrund hört. I'm so sorry, ich gebe Gas. Es ist nämlich jetzt nur noch ein Buch übrig und das wäre so rum. Bleib bei mir, Sim. Ich muss gerade lachen. Ich habe nämlich gestern noch Fotos gemacht und ich war arg müde, als ich die gemacht habe. Und es existiert jetzt ein Foto, in dem ich das Buch, Eliza Moore, so in die Kamera halte. Das heißt, ich muss das Buch nochmal fotografieren. Aber das ist ein Fun Fact am Rande. Bleib bei mir, Sam, ist ein Buch, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Es ist auch wunderhübsch mit farblichem Buchschnitt in der Erstauflage. Ich habe es tatsächlich aber noch nicht gelesen, weil es wird mir das Herz zerreißen, das weiß ich jetzt schon. Und ihr wisst, die letzten Wochen waren hier ein bisschen anstrengend und ein bisschen Drama und ich hatte einfach das Gefühl, wenn ich das Buch jetzt auch noch lese, dann geht es mir richtig schlecht. Anstatt dieses positive Leiden, dann halt so ein Leiden zu haben. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich verrate euch natürlich noch, um was es geht, was mein Herz so wahrsagertechnisch zerreißen wird. Die 17-jährige Julie hat ihre Zukunft perfekt geplant. Endlich raus aus dem kleinen Ort, mit ihrem Freund Sam in die Stadt ziehen und studieren. Den Sommer in Japan verbringen, aber dann stirbt Sam. Und alles ist anders. Julie ist am Boden zerstört, geht nicht zur Beerdigung, wirft alles weg, was sie von Sam besitzt und versucht, ihn zu vergessen. Doch als sie eine Notiz von Sam in ihrem alten Jahrbuch liest, kommt alles wieder hoch. Nur um seine Stimme zu hören, ruft sie Sams Handynummer an und Sam hebt ab. Ich direkt schon wieder Gänsehaut. Also auf dieses Buch freue ich mich tatsächlich sehr doll. Ihr Lieben, das waren alle meine Neuzugänge aus dem Monat November. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Bücher bei euch einziehen durften, ob vielleicht auch eins der gezeigten Bücher bereits bei euch eingezogen ist oder ob ihr vielleicht auch eins davon noch auf eurer Wunschliste habt und kaufen möchtet. Wenn ihr das tut, macht das gerne über meinen Link. Ich erwähne es nur nochmal. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Start ins Wochenende. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Zeit und genießt den ersten Advent. Ich werde jetzt gleich noch meinen Adventskranz basteln. Das ist ein bisschen anders als sonst. Sonst habe ich immer einen gebundenen Kranz und dekoriere den. Dieses Mal probiere ich mich an was Neuem. Ich werde es euch auf Instagram zeigen. Und deshalb schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort kriegt ihr immer so ein bisschen was mit, was so in meinem Leben neben den Büchern geschieht. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!